Ja, mein Name ist Katharina Steinruck. Man kennt mich in der Sportszene eher unter Heinig. Ich habe vergangenes Jahr geheiratet und deswegen jetzt unter neuem Namen unterwegs. Ich bin Marathonläuferin, starte seit nun 12 Jahren für die LG Eintracht Frankfurt und bin im vergangenen Herbst in Frankfurt mitgelaufen beim Marathon. Ich bin dort meine drittbeste Zeit gelaufen unter 2:30 geblieben und hatte kurz im Anschluss eine geplante Fuß-OP. Und ja, ich will euch jetzt mal mitnehmen hier bei mir in der Reha, meine Physiotherapie, mein Reha-Training, mein normales Training. Denn auch wenn ich nicht laufen kann, heißt das nicht, dass ich nicht trainiere. Also bei mir ist der Fall, lauffreie Zeit ist Trainingsumfang betonte erhöhte Zeit. Also ich trainiere im Schnitt zwischen 5 und 8 Stunden am Tag. Ich habe sehr viele Verletzungen schon gehabt. Jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwelches Training krass hochgezogen habe oder sonstiges, sondern ich hatte einfach oft Pech oder Unglück. Aber ich kam meistens nach Verletzungen immer wieder stärker zurück, weil, wie gesagt, wenn ich verletzt bin, trainiere ich deutlich mehr, als wenn man eben laufen kann, weil das Training eben so umfangsbetont ist. Und eigentlich mein größtes Pech oder Unglück, was ich hatte, war 2016, als ich mich für die Olympischen Spiele in Rio qualifizieren wollte. Das war das große Ziel. Nach meiner vorangegangenen Fuß-OP im Jahr davor, wo ich auch alles dafür getan hatte und auch auf einem guten Weg dahin war, hatte auch Bestzeiten im Vorfeld schon über die Unterdistanzen 10 und Halbmarathon aufgestellt und habe dann halt leider ein Schlechtwetter Lauf in Zürich erwischt mit Hagel, Schnee, Minusgraden und wo ich nach 26 Kilometern in Führung liegend durch Versagen der Muskulatur halt aufgeben musste und damit war für Olympia halt für mich gestrichen und das war eigentlich der schwerste Moment. Das tat ganz schön weh und da hatte ich ganz schön lang zu knappern dran. Ich kämpfe mich aber immer wieder zurück, also ich bin so ein Stehaufmännchen und versuche eben das Beste trotzdem aus der Situation zu machen, so beschissen sie in dem Moment halt auch ist, weil ich mir sage, ich muss irgendwann auch mal dieses Quäntchen Glück haben. Weil ich weiß, dass ich die Leistung habe, dass ich es kann, dass ich auch kämpfen kann und einfach auch mal gute Bedingungen und vielleicht dieses kleine Quäntchen Glück. Und dann kann ich mir vorstellen, kann da was richtig Tolles draus werden. Und im gleichen Jahr, 2016, habe ich es ja in Berlin noch gezeigt, dass ich schnell laufen kann mit meiner bis jetzt stehenden Bestzeit 2:28, 34. Ich gebe einfach nicht so schnell auf. Mein Freundeskreis fragt immer nach, wie geht's, wo bist du, wann bist du wieder weg, wann kannst du denn endlich wieder laufen? Und die jeden Tag wissen will, wie es vorangeht, was ich mache, mir auch immer wieder nach bestimmten Einheiten, wenn ich ihr immer dann durchschicke, was ich gemacht habe, Daumen hoch und geil und du wirst mega stark zurückkommen und so dieser positive Feedback, das ist schon, das hilft ungemein und die fiebern da richtig mit und die leben das auch mit und es ist auf jeden Fall eine deutliche Unterstützung, vor allem, weil es auch ein tierischer zeitlicher Aufwand ist, auch zu der Zeit, wo ich Krücken hatte, wo ich eben angewiesen war auf Fahrer, also die mich quasi durch die Gegend kutschiert haben, nicht nur zum Training, sondern eben auch zur Physiotherapie. Ich durfte selber leider kein Auto fahren. Also das war dann schon eine Top-Zusammenarbeit von Family und Bekanntenkreis, die mich da sehr, sehr unterstützt haben. Also ohne die würde es eh nicht gehen. Ich habe eigentlich eine Woche nach der OP schon wieder langsam angefangen mit Übungen oder mit Training. Das war vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag, mehr war das nicht. Muss ja auch nach und nach aufgebaut werden, auch was der Kreislauf abhaben kann. Diese Übungen waren auch nichts irgendwie im Stehen oder sonstiges, weil ich musste das Bein ja auch noch hochhalten. Also quasi ganz klein angefangen mit Reha-Übungen. Und dann irgendwann durfte ich ins Wasser. Dann kam langsam das Radfahren dazu. Dementsprechend wurden natürlich auch die Reha-Übungen angepasst. Alles unter der Leitung von Norbert Müller beim Physiozentrum in Erbach, dort wo ich auch aufgewachsen bin. Also der kennt mich jetzt schon seit 15, 16 Jahren. Also hat mir auch immer wieder geholfen, nach Verletzungen zurückzukommen. Also da habe ich ein sehr gutes Vertrauen. Die Oberschenkel brennen ganz schön, also ich habe tierischen Muskelkater. Ja, und jetzt darf ich inzwischen ja auch Radfahren. Ich darf jetzt nach und nach auf dem Stepper mein Training aufnehmen und dann vielleicht schon die ersten Laufschritte wieder machen. Also laufen
100 Meter joggen, 100 Meter gehen, 100 Meter joggen. Und das wird dann nach und nach wieder aufgebaut. Ich mache von Tag zu Tag Fortschritte, was mich echt freut. Und ich habe halt auch den Vorteil, dass ich eben totale Unterstützung habe, auch von Seiten von meinem Arbeitgeber, dass ich diesen Freiraum bekommen habe, eben mein Training auch so auszurichten, dass ich dann im Herbst wieder bei einem Marathon an der Startlinie stehen kann.